Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Matte zu unserer heutigen Pilates-Session. Pilates hat echt wirklich super viele Vorteile. Zum einen können wir unsere Körperhaltung verbessern, unsere Beweglichkeit fördern und wir stärken den gesamten Bewegungsapparat. Durch die sanften Kräftigungsübungen können wir zudem Stress abbauen und Kontrolle über unseren Körper erlangen. Klingt gut, oder? Dann lasst uns einfach gleich loslegen und gemeinsam durch diese Pilates-Runde gehen. Sumo Squat, Tiptoes. Wir strecken uns hoch und wir senken uns wieder ab. Schöne große Armkreise dazu. Und tief. Wir drehen uns in den Lunge, zurück in den Squat und in den Lunge. Jawohl, die letzten 5 Sekunden. Bleiben jetzt hier im Sumo Squat, setzen uns nochmal ganz tief, legen den rechten Ellbogen ab und ziehen den linken Arm über Kopf. Schöne Dehnung in der Körperseite und wir wechseln auf die linke Seite. Und einmal noch etwas flotter und wir lösen. Drück dich hoch und komm tief auf die Matte. Wir öffnen Arm rechts zur Seite und wir drehen uns unten durch. Wir öffnen zur Seite. Atme jetzt tief ein und aus in die Drehung. Wir wechseln die Seite. Und Twist. Super. Letzte Drehung. Und wir kommen in die Tabletop Crunches. Wir starten diagonal. Rechter Arm, linkes Bein. Ausatmen, zusammenziehen. Einatmen, öffnen. Ein. Aus. Schöne Länge, genieß die Länge. Und zieh dich ganz fest zusammen. Und bleib hier schön aktiv. Strecken, abstellen. Wir wechseln die Seite. Linker Arm, rechtes Bein. Genau, schön in die Länge gehen. Super. Bleib jetzt konzentriert. Halte die Hüfte parallel zur Matte. Und abstellen. Komm in einen herabschauenden Hund. Schau zwischen deinen Beinen durch und roll dich Wirbel für Wirbel nach vor. In die Schieferebene Planke. Ausatmen. Einatmen vor. Ausatmen. Einatmen vor. Letztes Mal. Und abstellen.
Bring deinen rechten Arm nach vorne, zieh deinen rechten Arm heran und drück dann die Trizeps durch. Einatmen. Durchziehen. Strecke. Und wegdrücken. Ausgezeichnet. Wir wechseln die Seite. Strecken und wegschieben. Halte den Bauchnabel schön angezogen. Wir kommen gleich zu einer etwas intensiveren Übung für die Schultern. Okay, greif jetzt schulterbreit auf die Matte, komm in einen herabschauenden Hund und senk dich langsam ab und schieb dich wieder schräg nach oben. Langsam tief und wieder hoch. Probier es einfach, nimm die Herausforderung an und wegdrücken. Sehr gut. Super, letztes Mal. Perfekt. Wir drehen uns auf die Matte. Komm in eine sitzende Position, nimm die Arme zur Seite und hoch. Halte den Rücken schön gestreckt. Sehr gut. Und öffnen. Und öffnen. Super, letztes Mal. Und lösen. Wir kommen in die Russian Twists. Ich drehe mich für euch. Wir nehmen die Beine weg von der Matte. Und twisten den Oberkörper rechts, links. Gerne. Stolze Brust, Lächeln im Gesicht. Und noch ein paar Sekunden. Und lösen. Bring deine Beine wieder auf die Matte. Öffne deine Arme. Und pulse zurück. Versuch deine Beine, deine Fersen auf der Matte zu halten. Leichte Rückenlage. Super. Es brennt schon gut im Bauch jetzt. Sehr gut. 7 Sekunden. Wunderbar. Letzte Übung aus dieser Position. Bring deine Beine wieder nach oben. Und wir machen ganz schnelle Armbewegungen dazu. Gestreckte Finger. Beine geschlossen, Zehen gestreckt. Hup. Fünf Sekunden. Und ablegen. Okay, jetzt roll auf die Matte tief und halte die Beine gestreckt. Ganz, ganz, ganz lange, elegante Beine. Wir haben Verbindung bis zum großen Zeh und drücken den unteren Rücken fest auf die Matte. Zwei, eins und ganz kurz lösen. Okay, wir rollen uns hoch in den Reverse Crunch und kommen hoch in eine sitzende Position. Langsam abrollen. Und letztes Mal vor. Entspannt wieder zurück auf die Matte. Oberkörper anheben, Hände in den Nacken. Und
Wir werden wieder aktiv mit den Beinen. Schön gleichmäßig. Versuch hier weiter über die Nase zu atmen. Lösen. Wir kommen zu den inneren Oberschenkeln. Bring den hinteres Bein aufgestellt auf die Matte. Das untere Bein zieht aktiv nach oben. Dreh dein rechtes Bein etwas aus und schieb dich hoch. Gut so. Okay, leg jetzt nicht ab. Wir kommen noch in einen aktiven Crunch. Bauch jetzt aktiv anspannen. Halte noch ein paar Sekunden durch mit mir. Sehr schön. Letzte Runde. Und ablegen, gut gemacht. Gleich auf die andere Seite. Wieder schön hochschieben. Und ziehen hoch. Okay, bleib hier und wir crunchen. Letzter aktiver Teil aus dieser Position. Ranziehen. Zehn Sekunden noch. Du darfst ablegen. Sehr schön. Vierfüßlerstand. Donkey Kicks. Bauch fest anziehen. Gestrecktes Bein. Hoch und ranziehen. Schöne Länge im Oberkörper. Und hoch. Letztes Mal. Halte hier. Und wir machen Half Moons. Schöner großer Bogen. Tap nach vorne. Super. Und das Bein ist wieder durchgehend aktiviert. Pointy Toes. Langes Bein. Noch. Gut gemacht. Sehr schön. Zweite Seite, ich drehe mich kurz für euch. Anziehen. Strecken. Fast geschafft. Okay, halte hier kurz. Hup. Und jetzt nochmal Half Moon. Tap nach außen. Tap. Super. Wunderschön. Letzten zwei. Und wir lösen. Wir kommen zu einer schönen Push-Up-Variante. Lass das linke Knie auf der Matte, streck dein rechtes Bein und
pushe tief. Wieder hoch. Wenn es nur ein kleines Stück geht, ist okay. Versuch deine Ellbogen hier schön eng zu halten. Push. Push. Super. Und push. Letzten. Wiederholungen. Und lösen. Super. Zweite Seite. Und push. Bauch wieder fest aktivieren. Rücken bleibt schön gerade. Wegschieben. Super. Ah. Gut, 5 Sekunden noch. Und 3, 2, 1. Zurück in die Rückenlage. Gluten Bridge. Bring deine Beine hoch. Streck das rechte Bein. Nimm die Arme auf Schulterhöhe hoch. Und versuch jetzt hier dein Becken abzusenken und wieder hochzudrücken. Sehr schön. Gut so. Jawohl. Und wir stellen ab. Becken bleibt oben. Wir wechseln die Seite. Und los geht's. Tief. Und hoch. Super. Ganz kraftvoll. 7 Sekunden. Und letztes Mal. Wir lösen. Gut, Endposition. Low Plank. Letztes Mal. Ab in die Planke, Unterarmstütz. Wir halten noch die letzten 30 Sekunden. So, gleich gebe ich euch ein Zeichen, gleich ist es geschafft. Bauch nochmal fest anspannen. Super. Sehr schön. Okay. Wir machen noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Bring die Knie tief. Und wir kommen in die Endentspannung. Haltung des Kindes. Leg deine Stirn ab. Und atme tief durch. Wunderschön. Danke fürs Mitmachen. Für dieses sanfte, kräftigende Pilates-Workout. Wir sehen uns demnächst auf der Matte und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald.